Yo, willkommen zurück zur Sky Family. Ab auf den Server. Alter. Gefährlich. Das sieht lustig aus von Corti, das Haus, von oben. Sieht generell. Oh, das ist so cool, was wir alles geschafft haben, aber die meisten zocken es nicht mehr, habe ich so ein bisschen im Gefühl. So, warte mal. Hier ganz oben haben ja noch ein paar von diesen Fichten. Fehlt da. Letzte Etage. Hätte ich gewusst, dass der Tro seine Hütte abfackelt, dann hätte ich vielleicht schon eher aufgegeben, mich da in die Höhe zu bauen. Also wir haben ja nie eine Competition ausgeschrieben, wer am höchsten baut, aber für mich wurde das insgeheim dann so dazu. Habe ich noch welche? Nee. Ah, ja, den Eimer. Den habe ich ja beim letzten Mal verkackt, ey. Also den Eimer nicht, aber den... Warte mal. Okay, sieht gut aus. Boah, jetzt dachte ich kurz. Alter, jetzt habe ich ganz kurz irgendwie Isaac da drin gesehen. Nein, der Eimer, der ist ja noch da, aber... Die Lava habe ich verramscht. Da. Wir haben keine Lava mehr und damit kein Cobblestone-Generator mehr. Wie dumm. Richtig dumm. So, oh, guck mal, da ist ein Baum gewachsen. Oh, Birkenholz habe ich auch. Nice. Das Tropenholz, das lasse ich jetzt mal, weil ich glaube, da... Das schiebe ich erstmal komplett nach hinten, wenn es überhaupt noch fertig gemacht wird. Denn ich glaube... So wichtig ist das auch gar nicht, das fertig zu bauen. Also ich will auf jeden Fall den Turm fertig bauen. Der ist mir, liegt mir irgendwie mehr am Herzen gerade. Weil das Dach ist offen, da regnet es rein. Oder es, besser gesagt, es schneit rein hier. In diesem Biom. So. Wieso springe ich da? Dauert es länger. So. Oh, da ist wieder ein Baum. Nee, ich geh erstmal schlafen. Siehst du, da ist schon eine erste Spinne am Start. So. Aufstehen! Weil ich muss mir dann echt überlegen, das Dach anders zu bauen. Es sei denn, ich klau von allen anderen die Steine. Das wäre voll mies. Komm her! Die scheiß Spinne! Oh, die blutet schon. Die hat schon was abbekommen. Wahrscheinlich von den Tintenfischen gebissen. Also, ich kann ja auch... Naja, das ist ja alles aus Half-Steps, leider. Sonst reiße ich hier einfach die Etage wieder ab. Oder haben wir hier unten... Der Turm ist auch sinnlos. Aber haben wir denn hier unten noch irgendwo... Kram. Das spielt. Ah, ne, das gehört zu dem Haus von. Ah, das hatte nur provisorisch damals gebaut. Das weiß ich noch. Ums Bett, aber komm, da gehe ich jetzt nicht dran. Da habe ich keinen Bock. Warte mal, hier unten. Oh, Birkensetzling ist gewachsen. Sonst machen wir das Dach eben aus Holz dann. Kann ich nicht ändern. Doof gelaufen. Hä? Was hat denn hier gerade so geplätschert? Oh nein. Jetzt brauche ich auch noch... Ich habe echt keine Eisenaxt mehr. Oder Steinaxt besser gesagt. Und ich habe auch nicht genug Stein dafür. Gut, dass es hier ein bisschen was gibt. Ich glaube, hier hinten hätte doch einfach nur das Lava hingemusst. Ich kann mich jetzt wieder ganz genau daran erinnern, aber ich habe es hier eben nicht richtig getroffen. Bin eins zu früh zurück, hab's dahin gesetzt und dann
gab's einen Zischer und dann war's vorbei. So, warte mal. Ach, das habe ich schon zugemacht. Ich dachte, das hätte ich noch offen. So, was wollte ich denn jetzt? Ach so. Ich habe genug Stein. Also ich brauche eigentlich nur Äxte. Ah, da ist wieder einer gewachsen, aber ich nehme erstmal hier unten den hier noch mit. So, das war's. Die Vorstellung ist vorbei. Aber das ist echt ein Tropfen auf einen heißen Stein hier, dieses Birkenholz. Haben wir noch hier ein paar von denen? Das muss ich doch aus der Kiste holen. Haben wir. Da unten ohne einer hin. Ach, guck mal, hier ist auch noch Platz. Oh nein, jetzt habe ich keinen. Ah, Birkensetzlinge habe ich hier. Das aussieht. Was für ein Muster. Ich habe Monster gehört. Nur Spinnen. Guck mal, die haben auch schon Blut. Oder das ist in den Texture Packs so. Da habe ich eigentlich noch nie drauf geachtet. Ding, ding, ding. Creeper! Boah, nur Creeper am Start hier. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es ist. Du gehst hier nicht hoch. Das klingt echt komisch, was da oben so für Geräusche rauskommen. Ja, ein Skelett. Lalala. So, reicht. Kein Bock mehr. Schwert ist bald kaputt. Ah, ich habe ja noch eins zu Hause. So, ist nichts gewachsen. Oh, das sieht doch ganz cool aus mit den Holzfenstern. Ah, die Fenster unten, die hätte ich. Oh, ich überlege auch gerade, man hätte die Türen aus diesem Tropenholz auch in die Fenster reinsetzen können. Warte, also das probiere ich jetzt mal aus. Haben wir zufällig nicht mehr da? Ah ne, das war Akazienholz, oder? Hä? Halt. Jo. Ja, komm, heb auf. Weg damit. Na gut, kann ich auch hinten. Ne, da habe ich keinen Ausblick. Warte mal. Naja, ich weiß nicht. War jetzt mal so eine Idee. Ich, nee, weil die halt nicht in der Mitte hängen, sondern an der Kante und nach außen gedrückt, sieht auch doof aus. Das kommt dann so ein bisschen wie ein Knast drüber. Aber gut, haben wir mal probiert. Kann ja nicht schaden. So, im Bett war ich gerade. Boah, ich habe hier auf den Loot drin. Ich musste mal wegbringen. Oh ja. Mob-Loot. Zack, 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 zack. Und da. Grünzeug, Essen. Also wieso schleppe ich die blöden Bücher eigentlich mit mir rum? Wo soll ich denn die einordnen? Komm, machen wir da oben.
Also wie das. So, und mein Werkzeug ist da. Ja, ich habe sogar noch ein Goldschwert. Nicht schlecht, nehme ich mal mit, weil das echt bald kaputt ist. Und dann habe ich ja noch mein Diamantschwert. Meine Rüstung ist einfach nur cool. Eine Schaufel habe ich auch noch. Da habe ich sogar noch richtig viel. Okay. So, Baumaterial weg. Wobei, die könnte ich noch gebrauchen. Die Schilder eventuell auch. Die Mauer eventuell auch. Die hier nicht mehr. Das Tropenholz brauche ich erstmal auch nicht. Birkenholz. Die behalte ich auch. Die kann man an vielen Stellen gebrauchen. So, das packe ich vorne wieder in die Truhe und so. Nur ein bisschen Fichtenholz. Haben wir denn hier eigentlich noch? Nee, oder? Versehen? Nee, das ist wirklich nur Wolle. Okay. Da war jetzt auch nichts weiter drin. Nur Tropenholz und Akazienholz. So. Ja, genau so. Sinnlos. Egal. Ja, perfekt. Hätte ich gleich so rum machen sollen, vielleicht egal. Egal, alles egal heute. So, erst vorne natürlich dicht machen. So, ich glaube, hier oben geht's weiter. Ja. Und noch eins hoch. Nein. Ich glaube, ich werde die ganzen Akazienbäume abreißen. Weil wer sie braucht, soll sie sich wieder nachpflanzen. Ich glaube, dass mit Akazien echt keiner baut groß. So, hier soll dann das Dach drauf. Oh, ich hätte so gern ein Steindach, aber ohne Cobblestone-Generator schlecht. Moment. Die kann ich auch schon ziehen. Sollte ja hier überall zwei hochgehen. Und dann kommt es doch. Wenn es denn überhaupt kommt. So, die brauche ich auch. Dann geht das dann hier theoretisch so dann nach oben und werde ich mit Stufen bauen? Die muss ich dann auch machen. Mache ich ja auch schon mal den Ansatz. So, das war's. Und ich muss nach unten. Komm. Machen wir weg. Ich glaube, hier kann ich jetzt auch aufmachen. Ja, ist zu. Boah, wie tief. Wie viele Etagen habe ich eigentlich? Ich könnte nochmal zählen. Zähle ich von außen. Mache ich nicht von hier. Ja, komm. Zack. Und zwei hoch ins Bettchen. Ist doch super, oder? Mit dem Aufzug. Oh, hier sieht man meine Krone. Ist mir noch nie aufgefallen. So, dann zählen wir mal. Nein, da sind. Der trifft mich doch nicht, oder? Oh, doch, könnte. Tschüss. Ja, so ein Depp. Also, mit Erdgeschoss. Lassen wir mal. Wir zählen mal die Etagen. Das ist Erdgeschoss. Also, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Etagen. Plus Erdgeschoss und Dachboden. Also 11
Ebenen. Wobei man beim Dachboden. Nee, das wird dann ein großer. 11 Ebenen. Okay, ich muss aber runter. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns schon im nächsten Part, der morgen kommt. Morgen, ja. Haut drin, bis dahin. Tschüss.